Die NATO will ein neues Kommando in Wiesbaden zur Unterstützung der Ukraine starten. Das teilte sie bei ihrem Gipfeltreffen in Washington mit. Ziel sei es, die Unterstützung für die Ukraine auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen, hieß es. Bisher wurde die Koordination von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten von den Vereinigten Staaten federführend übernommen. Die Einrichtung des neuen Kommandos wird auch als Vorkehrung für den Fall einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt ab Januar 2025 gesehen. Trumps Äußerungen in der Vergangenheit hatten Zweifel daran geweckt, ob die USA die Ukraine weiterhin unterstützen würden. Wir haben uns darauf geeinigt, die Sicherheitsunterstützung und Ausbildung der NATO für die Ukraine zu starten. Wir werden die Koordinierung und Bereitstellung des größten Teils der internationalen Sicherheitsunterstützung für die Ukraine übernehmen, mit einem Kommando, das von einem Drei-Sterne-General geführt wird und rund 700 Mitarbeitern, die im NATO-Hauptquartier in Deutschland und an Knotenpunkten im östlichen Teil des Bündnisses arbeiten, um die Ukraine zu unterstützen. Zudem wollen die USA erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Das Weiße Haus veröffentlichte eine gemeinsame Mitteilung beider Länder, wonach von 2026 an unter anderem Marschflugkörper vom Typ Tomahawk sowie noch zu entwickelnde Hyperschallwaffen in Deutschland stationiert werden sollen. Mit dieser Ankündigung wollen die USA den Angaben zufolge ihr Engagement für die NATO und die Abschreckung in Europa verdeutlichen. Ladies and gentlemen,